Hallo ihr Lieben und seid ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wie steige ich auf? Wir befinden uns momentan in Diamond 4 und hier haben wir gerade irgendwie so eine ziemliche Flaute. Wir waren sogar in der Promo zu Diamond 3, haben diese verkackt, dann wieder ein Game verkackt und ich habe mich versucht, offline nochmal reinzuspielen, hatte aber eben gerade zwei richtige Cancer-Games und wir sind gerade wirklich in der Flaute. Und wir müssen jetzt das, was ich auf meinem zweiten Account mache, eigentlich hier mal rüber transferieren. Denn wer mich mal gestalkt hat, der weiß, dass mein YouTube Mr. Mike P Account bereits in paar. Ich habe ihn jetzt von Diamond 4 auf Diamond 2 gespielt. Da läuft es alles wunderbar, aber irgendwie hier jetzt läuft es nicht so wunderbar. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt irgendwie was rüberbringen kann und vielleicht. Oder hoffentlich auch mal wieder einen Win reinhole. Alright, wir starten. Ich habe gedacht, okay, wir nehmen jetzt mal etwas, was stark zu sein scheint. Ich meine, ich hätte Lee Sin picken können. Aber mit Lee Sin läuft übelster Superpull, kann man sagen. Bei Lee Sin ist es so, wenn du zu greedy wirst, oder wenn du verkackst, oder wenn du tiltest, wird schwierig. Und ich dachte mir, okay, selbst wenn es jetzt schlecht läuft, wir haben ein gutes Late-Game-Team, wir haben einen Gangplank, wir haben eine Caitlyn. Nimm etwas, womit du dein Team unterstützen kannst. So oder so. Und ich dachte mir, okay, let's try Zac. Ein sehr geiler Champion, der sehr viel Spaß macht zu spielen, definitiv. Red Buff geht auch noch. Jetzt ist die Frage, ob der Lee Sin mich invaden. Eigentlich invaden die Lees gar nicht mehr. Level 2, also sowas sehe ich auf höherer Elo gar nicht mehr. Wahrscheinlich in eurer Elo oder ist eure Elo generell in Silber oder Bronze, Gold. Da kann ich mir vorstellen, dass er noch öfter diese Level 2 Ganks gibt. Von denen ich schon fast sage, das ist meine Erfindung. Ich habe es immer früh gemacht. Immer die Level 2 Ganks. Jetzt ist es soweit, dass Lee Sin ganken kann. Er könnte überall sein. Er könnte Top, Mitte, Bot sein. Ich weiß auch gar nicht, wo er gestartet hat. Ich mache mal kurz die Krabbe und wäre bereit für Support. Oh mein Gott, Gameplay mit First Blood. Ein Champion, der schlecht ist im Early. Das fühlt sich gut an. Okay, Lee Sin ist top. Lee Sin hat kein Blue Buff. Ihr wisst, was das heißt. Direkt reinjumpen. Dann habe ich auch nicht wirklich was an Zeit verloren. Also bis jetzt. Schafft der Gangplank ist falsch. Der Gangplank rennt! Ich habe in letzter Zeit, wie geht es euch? Ich habe in letzter Zeit gar keine normalen League Games mehr. Und mit normal meine ich, ich habe entweder die, wo wir 20-0 gehen, oder die Gegner, oder wie, also entweder 20-0 oder 0-20, aber so ein richtiges Aufbau League of Legends Game. Das fehlt mir so ein bisschen wieder. Weiß nicht, ob das an den Nerven der Spieler liegt, weil ja die Season bald um ist. Kriege ich hier. No! Ich habe noch meine Pässe. Das sieht gut aus. Der Lee Sin wird zerstört. Also, wir haben die in der Mitte. Twisted Fate, ne? Okay. Nice. Der Summoner! Der Kill! Heal, heal, heal! Oh, sie kam nicht mehr in Range für den Summoner Heal, nehme ich an. Vielleicht hat sie ihn auch gar nicht. So oder so. Ah, sie hat noch Heal. Passive ist schon raus. Aber Twisted Fate, Summoners raus. Außerdem ist Lucian hier raus. Und das Exhaust von Braum ist, glaube ich, ebenfalls raus. Und der Gangplank snackt sich den nächsten Kill. Feels good. Ich versuche jetzt, Runens Echo zu bauen. Nennt mich verrückt oder wahnsinnig. Ich möchte gerne ein Damage-Item haben auf Zac. Ich habe auch hier Thunderlord anstatt Strength of the Ages genommen. Und nice, der Double Buff geht an Kate. Der Transfer erfolgt. Und das ist das, was ich meine! Es hat nicht gereicht. Aber der Lee Sin erscheint gerade richtige Props zu haben.
Und deswegen picke ich lieber sowas wie Zac, wo ich weiß, okay, selbst wenn ich jetzt einmal gestorben bin, ich habe das Scaling auch mit in der Tasche. Ich bin der Tank, ich habe den Engage. Wenn ich jetzt einen Squishy Champion, hätten wir nur Tam, der auch nicht den allerbesten Engage hat. Also bis jetzt sehr zufrieden. Ganz ehrlich, wenn ich der Lee Sin wäre, ich würde niemals mehr Top moven. Gangplank ist jetzt auch noch Level 6. Hat er den Sheen oder was? Yep. Der Damage ist real. Ich brauche nicht mehr viel bis Level 6. Oh, einer. Ein Auto-Attack zu wenig. Schade. Schade, schade, schade. Da freut sich der Lee Sin jetzt und denkt sich, ha, wrecked. Ich wollte nicht smiten. Beziehungsweise, warte mal, ich hab gesmited. Was rede ich da? Also eher das Gegenteil. Ich wollte smiten. Wenn ich die Krabbe kriege, bin ich 6. Das kann sein, dass der Lee hier ist. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Was sie ziemlich cool gemacht haben. Seht ihr das, wenn ich mit Zac jumpe? Dann sehe ich immer, wohin ich jumpe. Hier ist ein Pinkwood. Oh, feels bad. Direkt den Pinkwood von dem Zac wiederholen. Von dem Shen. Die F ist runtergelaufen. Okay. Ich glaube, der Gangplank ist fett genug, wenn wir ehrlich sind. Wir haben unser Jungle-Item. Und das Coole ist, sogar unten räumt mein Team auf. Es ist gerade endlich mal wieder ein... Aber es wird jetzt wieder eins von diesen Games, wo wir einfach wahrscheinlich durchsnowballen. Er will jumpen. Oh, die Shen-Ulti zieht er noch. Okay, genug Damage. Flubber-Time! Oh! Ja, wie ich gesagt habe. Ich würde mich jetzt nicht mehr wundern, wenn die Gegner irgendwie schreiben Open Mid oder so. Da war der Lee. Ich habe ihn gesehen. Come on. Ganze Combo! Not even close. Jetzt fängt er wahrscheinlich an zu tilten. Er hat gar nichts. Er hat nicht mal sein Jungle-Item. Meine Passive ist... Hier ist ein Pinkwood. Da kommt schon das Open mit. Gefährliche Position, wo ich stehe. Wenn der Lee mich hier hätte holen wollen, hätte er es machen können. Ups.
has been slain. Nein! Ich habe keine Vision mehr! Ich wollte ranspringen an die Wand und den smiten. War das ein Sweeper von Braun? ...1400. Was kann ich mir dafür holen? Ich kann mir schon mal die Schuhe holen. Oder 1er Schuhe und ein Giants Belt. Was wollen wir wetten, dass das gegnerische Team den Lee Sin reporten will? Das würde mich nicht wundern. Irgendwer muss immer irgendwie reported werden. Das ist schlimm an League of Legends. Just another day on the job. Was ich cool finde an Sunfire ist, dass es eine weitere Damage-Quelle ist. Das geht eigentlich perfekt mit Zerg, weil du willst ja im Gegner drin springen mit deiner Wehe und allem. Hast dann auch noch das Feuer um dich herum. Brennender grüner Kaugummi. Okay, nach dem Blue Buff gehe ich mal Mitte. Aber kennt ihr auch diese Leute, die sagen Open Mid und dann fighten die dich noch? Man sollte nicht immer darauf vertrauen, aber so wie es jetzt aussieht, der Lush und der Braum wollen noch. Ich würde mal lieber sagen Open Top, so wie es aussieht. Guck mal, der Lee Sin sagt Open Mid und farmt ja auch. Oh, der Damage! Holy moly. Oh, that feels good. Ja, hier ist noch ein Pinkboard. Die Gegner haben einiges an Pinkboards. Okay. Ja, das Game ist gelaufen. Auf jeden Fall. Die Story of my League kennt ihr jetzt gerade. Oh, ich liebe den Long Range Engage ab Level 9. Wenn du dein E auf Level 5 hast, geht's richtig, ja. Ich weiß nicht, ey. Die scheinen ja zu deffen. Seht ihr das? Ich liebe es, wenn man so weit fliegen kann. Ja, der Lucian deft 100 Pro, der Braum deft auch. Der einzige, der wirklich open will, ist der TF. Deswegen gehe ich jetzt nochmal shoppen. Nehmen wir das und Cooler Reduction Boots, warum eigentlich nicht? Why eigentlich nicht? Ja, ich finde es gerade. Ich finde Rank gerade ein bisschen. Bisschen komisch. Irgendwie seitdem Rio das Datum festgelegt hat, wann die Season vorbei ist, hat man wieder richtig sensible Leute in den Teams. Ich finde persönlich, jetzt ist es schlimmer geworden. Würdet ihr eher sagen, das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, meint ihr, es ist besser oder schlimmer geworden? Sprich, sind die Leute jetzt eher am Tryhard oder sind sie wirklich sensibler und Flame noch mehr? Okay, wir können jetzt auch da oben hinlaufen. Er wollte mich in die Fontäne kicken. Den sehen, wie er sich hingestellt hat. Komm, Kench, du kannst ihn in den Palm.
beide in die Fontäne gekitzelt und rausgeflasht. Das war ein sehr schneller Sieg. Ich bin froh, dass ich Zack gepickt habe. Und vielleicht versteht ihr auch die Logik dahinter. Es ist halt wirklich so, jetzt wollte ich einfach den Safe Pick. Ich habe ja auch, glaube ich, ein Video dazu gemacht. Es gibt halt Picks, die sehr, sehr, sehr stark sind. Man hätte auch mit Lee Sin carryen können, sonst nicht. Ich wollte gerade einen Safe Pick und wir hatten auch keinen Tank, wir hatten einen Gangplank, der skaliert, wir hatten eine Caitlyn, die skaliert. Von daher dachte ich mir so ein Außerdem war es auch so, dass in der Champion Selection wollte unser Midlaner erst Talon spielen. Und ich dachte mir so, okay, Gangplank und Talon ist ziemlich viel AD. Dann nehme ich mal was mit AP und Zack hat einfach perfekt reingepasst. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei mir ist Rank gerade, wie gesagt, gemischte Gefühle. Schreibt mir in die Kommentare, wie eure Gefühle gerade in den letzten Wochen in Ranked sind. Wie gesagt, man kann es durchziehen. Ich habe ja jetzt den Diamond 2 Account schon mal. Aber dann gibt es auch irgendwie, weiß ich nicht, solche Games. Zum Beispiel genau so ein Game. Ich meine, wenn ich jetzt auf der gegnerischen Seite wäre, wie fühlt man sich da? Das ist einfach irgendwie lost. Das ist gar nicht das, was ich meinte. Diese richtigen League-Games, die gibt es irgendwie gar nicht mehr. Naja, egal. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ich bin sehr gespannt drauf. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Hoffentlich dann wieder mit einem etwas spannenderen Game. Euer Mr. Magic B. Haut rein. Macht's gut.